Hallo du, wir sind wieder zurück in Sims 4. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen zu laut. Da habe ich nämlich auch festgestellt, dass da Probleme gab in den anderen Aufnahmen vorher, dass es doch für manche Geräte eben zu laut war. Ja, das ist das Haus. Sieht nicht komisch aus, da ist nichts kaputt. Das sieht nur komisch, denn klar sieht das komisch aus, aber so ist es halt bei den Sims, dass man auch reingucken kann und hier so. Wieso setzt er sich denn da? Ich verstehe das einfach nicht, ne? Das verstehe ich nicht. Warum setzen die sich nicht einfach hier hin? Dafür ist es doch da. Was stimmt denn hier nicht? Jetzt nimmt er sein Teller nicht mit, oder? Doch, der nimmt sein Teller mit und setzt sich hin. Na, endlich mal. Wir müssen dir das beibringen, weil das ist doch schön. Aber, ach so, der hält das in der Hand. Die benutzen das nicht als Tisch. Das ist das eigentliche Problem. Das geht nicht irgendwie so. So geht es nicht, schade. Deswegen setzen sie sich da nicht hin, weil sie keinen Tisch haben. Was macht der denn da? Besucht der D-Rex. Also der Lehrer, der Direktor startet einen Besuch ab in den Klassen und so weiter, nicht stören. Leider hat das Kind mit der Leo sich entschieden, ihn mit irgendwas zu beschießen. Oh. Bitten aufzuhören, genau. Sag mal höflich. Und da kommt er schon. Er ist schon zu Hause. Alles geben. Nee, nee, Leo ist noch nicht zu Hause. Ich mach nochmal leiser. Ich bin mir nicht sicher da. Ich muss mir nochmal ein richtiges Maß suchen für die Lautstärke hier. Deswegen, da müssen wir noch was machen. Ich glaube, jetzt ist bestimmt zu leise. Ja. Und die sitzt auf der Couch, aber warum auch nicht? Wir sind doch lieb zu ihm und er ist ja auch immer lieb zu uns. So, heute Wetter. Was ich gerne mal machen möchte, das wollte ich ja schon letztes Mal. Lass uns doch mal kurz hier nochmal rausgehen. Ich glaube, hier muss ich in die Welt. Ich möchte nämlich gerne die Frau Popel mal neue Klamotten anziehen. Ich mag die einfach nicht. Das ist so ein olles Kittelchen. Und die haben eigentlich ganz gutes Geld, also eine gute Summe an Geld. Ein gutes Geld hört sich immer so, ach, ich weiß auch nicht, das ist einfach nur dämlich. Wieso ist denn, da gibt's was Neues scheinbar. Da wollte ich doch gerne mal Familien bearbeiten. Neuen Haushalt erstellen will ich nicht. Haushalte verwalten. Nee, die auch nicht. Moment, wieder zurück. So. Ungespielt kennzeichnen. Aber ich glaube, das hätte ich auch direkt in der Wohnung machen können. Zwischen Sims umschalten. Nee, warte mal. Wir gehen nochmal wieder zurück. Ich glaube, wir haben da einen Fehler gemacht. Ich kann das direkt im Spiel machen. Ich weiß nicht. Ich muss mir da echt noch eine Lautstärke suchen. Ich hatte das nämlich jetzt ein bisschen geändert gehabt, damit man den Spielsound mehr hört. So, dann gehen wir jetzt mal rein. Zu irgendeinem Kleiderschrank. So, da klickt sie das mal an. Outfit ändern. Nee, das wollte ich auch nicht. Outfits planen ist das wohl, glaube ich, ne? Wir müssen das Ding mal loswerden, echt, weil sonst zieht sie das immer wieder an. Ich will den Kittel endlich verbannen, der soll raus da. Ja, und vor allem kriegst du auch mal eine andere Stimme, wenn wir schon dabei... Das dürfen wir nicht mehr, ne? Beziehung bearbeiten. Computerfrick. Schnelles Lernen. Ja, schnelles Lernen. So, wir gucken mal nach Klamotten. Kombination. Boah, guck mal, das sieht doch schon schön aus. Das ist schon mal wieder was ganz anderes. Das Rote hier ist sehr übertrieben. Nö. Das ist, glaube ich, nicht das Wahre. Da sieht sie doch ziemlich...
füllig aus. Ja, da sind schon schöne Sachen bei ihm. Aber mit Jacke oder so, das hat doch schon was. Nee, das steht hier auch nicht. Ja, das ist schwierig, weil sie hat einfach die Figur nicht. Sie ist nicht so schlank. Ist klar. So rennen wir dann jetzt rum oder was. Aber hier gibt es ja auch viel Auswahl, ne? Richtig schlank wird sie nie aussehen. Da müsste sie so lange so... Nee, das ist, sieht doch nicht aus. Mit so einem Kittelchen rumrennen, hat sie ja schon wieder einen Kittel. Oh, hier gibt es ja unglaublich viele Klamotten, was wir jetzt haben, durch unsere ganzen DLCs, die wir da haben. Ah ne, hier unten. Wir klicken hier, Mann. Nee, das ist auch nicht so. Wir gucken mal weiter. Nee, ich würde nicht sagen. Gucken wir mal unten weiter nochmal hier. Ob hier noch was ist. Wir haben ja sehr viele Sachen. Ach, da hatten wir schon geguckt. Also, sie hat die Hose auch immer an. Die Hose muss näher weg. Müssen wir irgendwas anderes darunter anziehen? Sie könnte so rumlaufen. Das würde eventuell gehen. Aber wie gesagt, die Hose da. Beinbekleidung. Was? Nee. Ach so, dann geht hier alles weg. Dann ist hier alles weg. Nee, so kann sie nicht rumlaufen. Sie kann auch so nicht in die Gaststätte gehen. Kombination, da hatten wir das ja hier. Hier gibt es auch nochmal sehr viele Bademäntel, Kostüme, Outdoor-Kleidung. Für draußen ist es so zum Aus. Naja, gut. Das ist schon. Das sind schon ziemlich dicke Sachen. Sie braucht ja was Normales. Ein Kleid oder so. Bademäntel. Schürzen. Oberrolls. Könnte man auch machen. Das sind Sets. Genau, hier gucken wir auch nochmal. Das sieht so aus, als wenn das so eng wäre für sie oder sowas. Ich weiß nicht. Was? Nee. Die hat einfach nicht die Figur. Das ist das Problem. Aber es ist ja auch schon fast wieder ein Kittel. Ich weiß auch nicht. Obwohl das ja gar nicht so schlecht ist, ne? Oder das hier oben. Das hat sehr schöne Farben. Das gefällt mir auch. Ja, warum denn nicht? Lassen wir das einfach mal. Aber wieso hat sie immer die Hose da an? Die hat doch da gar keine Hose. Die müssen wir mal loswerden irgendwie. Schürzen. Bademäntel. Die braucht einfach nur die Hose da. Die muss mal loswerden. Die kriege ich irgendwie nicht weg. Die ist festgetackert oder was. Ja, da haben wir schon wieder andere Klamotten. Geht einfach nicht. Was haben wir denn hier oben? Ah, hier haben wir die Klamotten. Nachtwäsche. Da könnten wir es auch von dem Herrn Arbeitsklamotten. Von dem Herrn Dings ändern. Da, von dem Herrn. Ja, warum nicht? Das kann man doch schon lassen. Das blaue da. Das ist Fitness. Ein Fitnessanzug. Da könntest du eigentlich auch mal langsam was anderes anziehen. Vielleicht wenigstens mal die Farbe wechseln. Sie hat das ja auch schon ewig an, das Ding. Da brauchst du wieder Kombination oder sowas. Beinbekleidung. Kombination. So, und dann irgendwas. Sportliches hier. Das ist das Einzige. Wo war das jetzt? Nein, nicht wieder wegmachen. Hier, das sind so die Sachen, die sie anziehen könnte. So joggen gehen? Ich weiß nicht. Wenigstens mal eine andere Farbe, das wäre es doch auch gewesen. Was? Nein, das will ich nicht. Wie kann ich das wieder rückgängig machen? Ich muss abbrechen. Ich breche ab. Ich will sie ja nicht verändern. Auf keinen Fall. Da müssen wir leider nochmal reingehen. Ich will diesen Kittel da loswerden.
musste abbrechen. So. Ich kann da nicht hingehen und ihr Aussehen verändern. Das geht zu weit, das will ich nicht. Ich will ja das Outfit ändern. Wen haben wir jetzt hier? Wir haben hier irgendjemand anders angeklickt, ja. Die Tochter. Na komm, komm wieder her hier. Ja, so, dann machen wir es nochmal. Das kriegen wir schon hin. Wir hatten ja schon was. Die Stimme leider, das kann man alles nicht mehr ändern. Das ist klar, da haben wir jetzt keinen Einfluss mehr drauf. So, Beinbekleidung, Kombination. Machen wir das mal mit den Beinen, vielleicht... Vielleicht werden wir das dann los. Also mir gefällt das irgendwie so, die Jacke. Das ist so, so schlicht, das ist einfach was für zu Hause. Die Hose hätte so aussehen können. Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Das finde ich schade, das war so ein bisschen mein Problem jetzt, dass er die aussieht, aber obwohl die gehört dazu. Oder? Die wechselt die? Ne, die bleibt immer grün. Da ist sie blau, da hat sie sowieso was an. Also eine Hose. Sobald sie keine Hose hat, hat sie die grüne darunter. Das müsste weg. Weil die hat ja ganz tolle Beine, so ist es ja nicht. Aber wie kriege ich die weg? Hm, wenn ich unten anklicke... Dann kriege ich es nicht weg. Normal Hose einfach. Das Hus. Kostüm. Beinbekleidung. Hier kann man das ja auch nochmal auswählen. Komisch, man kriegt die absolut nicht weg. Die ist festgewachsen, diese Hose. Wieso hat da jemand eine festgewachsene Hose? Die ist irgendwie an ihrem Körper festgewachsen. Das ist ja komisch. Wir müssen wohl damit leben. Da können wir nichts machen. Das sieht ja komisch aus. Immer eine grüne Hose an. Die hat sie nicht an. Da hat sie sie aus. Die geht irgendwie weg, aber wie? Tattoos? Für Regentage, das ist schön. Frisches Flanell. So Alltagsklamotten einfach. Ja, vielleicht. Hey! Ja, also da muss ich aber jetzt auch sagen, hallo? Aber das ist schon wieder zu viel, oder? Ah, das ist vom Tierpaket dazu gekommen, von dem... Aber mit einer Jacke in der Wohnung rumlaufen? Aber das wär's schon, hier können wir die Klamotten noch ändern, die Farben ändern. Ah, dicken Pullover da, ich weiß nicht. Und das? Das soll ja auch was für zu Hause sein. Was Bequemes. Vielleicht. Boah, wir haben hier Klamotten noch drin. Krass. Ganz schön bunt. Hier als Koch. Hey. Das ist aber auch schön. Ah, das ist vom Restaurant, ne? Ja, da ist wieder, das fand ich wieder ein bisschen viel. Das wäre auch nicht schlecht, so für zu Hause. Ach, jetzt habe ich das wieder weggemacht. Wir haben hier auch andere Farben. Sehr schön. Bei Blau, mit Blau arbeitet sie ja auch. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, wie gesagt, die hat ja nicht so die Top-Figur, ne? Nummer 20 merke ich mir mal. Wir gucken mal weiter. Das sieht krass aus. 21. Noch nicht so mit so extrem lange Klamotten, ich weiß nicht. Uiuiuiuiui.
Das sieht hier auch schon heiß aus. Die Hose ist ein bisschen zu kurz für dich. Nee, viel zu kindisch. Das war's nur für Teenager. Sommerklamotten, ne? Das ist schön. Aber auch nicht für zu Hause so. Warte mal. Was hatte ich da im Grad? Also ich muss mir echt die Zeit nehmen. Das ist, also ich würde sagen... So schlecht ist das gar nicht. Warum soll sie nicht ein bisschen Bauch zeigen? Nee, dann lieber die 21 und dann irgendwie was, eine andere Farbe vielleicht. Ja, das ist doch nicht schlecht. Oh, ich würde sagen, ja, ist doch mal was anderes. Das ist, da hat sie ihr Kleid ist sie los, das kann sie zu Hause anziehen, das kann sie auch mal auf der Arbeit anziehen, wenn sie mal da ist. Also das würde ich schon mal lassen. Muss ich jetzt extra speichern oder? So, das sind Alltagsklamotten. Genau, dann haben wir hier Berufsklamotten. Das sieht toll aus. Lassen wir auch. Hier hätte ich ja gern was anderes. Und hier können wir auch andere Sachen auswählen. Das ist schön. Da haben wir es ja schon. Sportklamotten. Ja! Na, jetzt kommen wir doch langsam ins Geschäft. Also, das gefällt mir. Und das ist auch sehr schön. Ja, toll. Lassen wir gleich. Was? So in Lila, so richtig plüschig. Das gefällt mir. Na, jetzt kommen wir doch wirklich klar hier. Ja, das Ding ist auch nicht so schlecht. Das ist noch was anderes als... Das ist Ausgehklamotten, sind das? Aber wir gucken mal weiter. Lass uns doch mal andere Sachen holen. Vielleicht... Ich will nur nicht wieder irgendwie einen Kittel oder so. Das wollen wir jetzt mal echt verbannen. Toll! Wow, das steht hier aber. Toll, das gefällt mir. So, dann gucken wir mal weiter. Das ist jetzt für den Strand. Wenn sie, also Badebekleidung. Dann gucken wir mal. Was haben wir denn da? Naja, sie muss ja nicht zu viel zeigen. Also, sie hat ja einfach nicht die Figur. Das ist ja das Problem auch, ne? Obwohl es ja nicht so schlimm bei ihr ist. Sie ist halt ein bisschen kräftiger geworden. Ist ja nicht, sie ist ja nicht dick oder so. Das kann man jetzt aber auch nicht sagen. Sie hat einfach nicht so die tolle Figur. So vielleicht am Strand laufen? Nein, das weiß ich jetzt nicht. Nee. Ach nee, weiß ich auch nicht. Weil schlecht ist das nicht, warum nicht? Gucken wir mal weiter. Das ist jetzt für ganz heiße Tage. Ja, das ist ja die das Wetter, die er zieht. Draußen. Das ist auch wieder schön, ja. Das gefällt mir auch, die Nummer 1. Aber wir gucken mal weiter. Nee, so ganz nackig sollte sie auch nicht rumlaufen. Sie muss ja schließlich auch... Das finde ich auch immer toll, mit dem, wenn man einfach so eine Jacke so unten hängen hat. Na, so sich ganz locker. Das sind ja alles nur so Vorschläge. Aber die gefallen mir schon ganz gut, muss ich schon sagen. Das mit der Jacke fand ich toll. Das könnte man machen, weil, wie gesagt, manchmal hat sie das ja auch auf der, in der Gaststätte an, wenn sie da arbeiten ist. Und dann macht sich doch... Das ist doch nicht schlecht. Macht sich das ganz gut. Ja, das ist schick. Das ist... Das ist was Feines. So, für kaltes Wetter haben wir jetzt hier was. Da gucke ich aber auch erstmal durch, was wir da so haben. Ja, ich meine, du bist ja auch kein armer Mensch. Du kannst dich ruhig mal ein bisschen toll kleiden noch. Ach, hier weiß nicht so recht. Guck mal nochmal hier. Och nö. Das hätte vorher zu ihr gepasst, am Anfang so. Ja, genau. Weiß nicht, mit der Brille noch. Die kann man vielleicht auch wegmachen, ne? Das steht ihr. Das Rote ist toll. Dann lassen wir das. So, dann gucken wir mal durch. Ja, ist alles soweit gespeichert. Da würde ich sagen, lassen wir das. Das ist gut. Allerdings hätte ich die anderen auch gleich mal machen können. Also die Tochter und den Sohn.
Obwohl, der Sohn wird vielleicht ja auch noch wechseln, ne? Der Leo. Der wird seine Klamotten noch wechseln. Denke ich mal. Sie ist immer noch auf der Arbeit. Jetzt gucken wir mal, ob sie wirklich. Ja, sie hat die neuen Sachen an. Sehr gut, es funktioniert. Toll. Einfach nur toll. Mir gefällt das. Das ist doch mal was anderes. Jetzt hat sie den blöden Kittel nicht mehr da. Also, das war nicht schön. So, jetzt kümmerst du dich mal um den Hund. Der hat echt Probleme. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der tut mir richtig leid. Wo will sie jetzt hin? Sie will was trinken gehen. Nee, sie soll jetzt mit ihm spielen. Der hat nämlich auch vor was Angst. So, dann trainieren wir auch mal ein bisschen. Dass er Beschäftigung hat. Wir haben den irgendwie ein bisschen vernachlässigt, wie es aussieht. Arugaba. Trainieren. Trainieren und Tricks üben. Ah, toll, das gefällt mir mit den Klamotten. Endlich dieser Kittel, der hat mich immer gestört. Aber ich sag ja, ich entwickle mich ja auch immer sozusagen weiter. Das heißt, dass man immer mehr Bescheid weiß. Das Ding bräuchte man fast schon gar nicht mehr. Wir lassen den als Andenken stehen. Gut, dann würde ich sagen, er braucht eigentlich keine neuen Klamotten. Aber egal, wir können ja mal anklicken. Outfits planen. Und dann gucke ich mal, ob ich die anderen auch anklicken kann. Das habe ich vorher nicht gemacht. Lass mich mal schneller gehen. So, dann gucken wir hier auch mal rein. Ob ich die anderen ändern kann? Ich glaube, ja. Das müsste gehen. Ja, genau, das geht trotzdem. Dann fangen wir mal mit der Tochter an. Die hat ja ein tolles Kleid. Das gefällt mir schon eigentlich. So, wie war das noch? Hier anklicken. Und vorgefertigte Looks. Also das finde ich schon mal ganz gut. Das ist für heiße Tage. Ich denke, das lasse ich auch. Die hat schon gute Klamotten. Das da. Wir gucken mal. Natürlich sind das wieder die vorgefertigt. Da muss ich aufpassen, dass sie nicht das gleiche hat wie. Wie ihre Mutter. Das ist schon peinlich. Das wollen Kinder nicht. Kids wollen nicht rumlaufen wie ihre Mutter. Ja, die hat schon eine tolle Figur, ne? Also die ist ja viel joggen gewesen. Und ich denke, wir gehen auch noch ein bisschen joggen. Einfach mal eine andere Farbe vielleicht einfach nur. Das ist ja jetzt so für die Alltagsklamotten. Das sieht aber schon fast aus wie ein Schlafanzug oder so, ne? Die Farbe stimmt nicht. Nee, wo waren das? 7, ne? Auch nicht? 8? Was haben wir denn sonst noch? Hier sind noch mehr Kleider. Das ist doch auch nicht schlecht. Das passt doch auch zu ihr. Ah, die Hose da, ich weiß nicht. So richtig modern ist das hier auch nicht. Sowas vielleicht eher, ja. Vielleicht noch einfach mal die Farbe wechseln. Ich guck mal weiter, die 17 könnten wir uns mal vormerken. Da sind schon einige Klamotten. Ich weiß nicht, steht dir das? Sie ist eher, das ist der sportliche Typ, ist sie eher so, ne? Würde ich sagen. Sie hat zwar auch ein bisschen Hüfte, aber nicht so viel jetzt wie die. Obwohl, sie hat gar nicht mehr so viel Hüfte. Das war am Anfang ganz schlimmer, ne? Aha, ja, aber nicht. Muss mal ein bisschen von der Seite gucken, dass man sich das so vorstellen kann. Tja, das muss man sich mal gut überlegen. Alltagsklamotten, da hat sie zu viel an. Ich würde sagen, wir gucken mal hier. Kombination. Da ist ja auch noch viel drin. Sowas vielleicht. Das hat die Mutti dort, glaube ich, oder? Ich bin mir da nicht sicher. Oh, hier gibt's unheimlich viel, haben wir hier echt. Das ist nicht schlecht. Das ist doch gut, das passt doch zu ihr.
So, dann haben wir hier Berufskleidung. Sie hat ja noch keinen richtigen Job da. Also das gucken wir mal. Joggen. Das gefällt mir eigentlich auch. Lass ich mal. Das Nachtzeug. Das ist toll. Das lassen wir. Dann haben wir hier so zur Ausgelegenheit die Klamotten. Ja, das ist doch schöner. Können wir schon lassen. Ja, bei ihr ist es einfacher, ne? Bei ihr steht viele Sachen. Könnte ich auch schon lassen, wenn ich wollte. So, das ist jetzt für heiße Tage. Das gefällt mir richtig gut auch. Das könnte man auch schon lassen. So, das ist jetzt für kalte Tage. Ja, das lasse ich. Das ist auch sehr gut. Hier kann man auch Kombinationen zufällig auswählen, aber das lasse ich. Das ist schön. So, dann haben wir es auch schon fertig. Bei ihm weiß ich auch nicht genau. Da wird sich ja noch einiges ändern. Ich fürchte, da können wir nicht viel machen, oder? Da haben wir nur zwei. Das ist doch witzig. So zum Sport. Sportkleidung, Arbeitsklamotten braucht er keine. Da hat er so einen Anzug hier. Das kann man ja lassen. Zum Ausgehen, wenn sie jetzt so wenn er so zur Veranstaltung geht, kann man das ja lassen. Zum Baden, jo, das Normale. Dann haben wir hier Sommersachen. Da gibt es dann auch nicht sehr viel. Ja, das ändert sich sowieso. Deswegen will ich das auch nicht so. Das ist mehr für Mädchen gedacht, scheinbar. Das müsste so richtig schön nach Klamotten, richtig dick nach Winter aussehen. Ach, ich lasse das einfach. Ja, ich lasse das mal in Blau. Das sind die Alltagsklamotten. Ich finde das einfach toll, was er da anhat. Ich lasse es auch. Also das gefällt mir. So, er braucht eigentlich keine. Wozu auch? Was gibt's denn da für Geister? Nee, das lasse ich erstmal. Da kann man immer noch mal gucken. Falls ich den jemals wieder belebe. So, du brauchst keine, aber hier kannst du noch... Hier gibt es ja auch für warmes Wetter und normalerweise, also manche Hunde haben ja auch. Ja, ist klar. Krass. Das ist ja auch witzig. Warum lassen wir nicht das mal? So, das alles aus dem Pack ist ja klar, weil ohne den Pack gibt es das ja nicht. Aber ich denke, dass auch später in anderen Packs vielleicht was kommt. Ich bin sowieso gespannt, was es noch so für Packs gibt. Das Ding ist doch, das ist doch zu groß. Das habe ich da eben gar nicht ausgesucht. Das ist für zum Spazierengehen. So ein Riesenteil da. Da wenigstens so. Das sieht auch schön aus. Können wir nicht die Farbe nochmal wechseln? Wo war denn das? Hier. Hier gibt es so schöne Sachen. Ja, warum nicht? Ich finde das witzig. Ja, da weiß man nicht, was alles noch für DLCs später kommt. Vielleicht sogar noch mit Bauernhof oder so. Das wird ja auch gern gewünscht. Man sieht das ja auch im Internet und so, was die Leute so schreiben. Und, oh, das wäre ja genial. Einen ganzen Bauernhof mit Schafe, Hühner, mit Kühe, was weiß ich, mit was alles da. Da fährst du vielleicht mit dem Traktor rum oder so. Dann sind wir schon beim Landwirtschaftssimulator. So, Tiererziehung. Da sind wir auch dabei, uns weiter zu leveln. Das können wir auch gern machen. Streicheln. Tiertraining können wir ruhig noch was machen. Die Pfote. Tierpflege. Spazierengehen. Anleihen. Baden. Wir sind ein bisschen müde, aber wir könnten ruhig mal Bild weitermalen oder irgendwas. Der legt sich vor langer Weile hin, dann beschäftigen wir ihn mal. Dass wir da wieder ordentlich Knete verdienen. Sie ist auch ein bisschen frustriert. Ach, sie hat eh zu tun. Na, wir sollten nicht mehr Aufgaben geben. Aber ich find's toll. Wie gesagt, die hat ja ihren Kittel nicht mehr. Ich weiß nicht, vielleicht lasse ich auch zu, ich mache nur ganz kurz auf. Er möchte vorbeikommen, kann er gerne machen.
ich, wie ihr feststellt, lasse ich die Zeit auch nicht mehr so schnell laufen. Das habe ich am Anfang gemacht, weil ich schneller fertig werden wollte, logischerweise. Oder weiterkommen wollte, weil ja das Problem eben war, dass wir kein Geld hatten. Wir konnten einfach gar nichts machen. Das ist jetzt nicht mehr so. Das hat sich jetzt geändert. Da kommt Leo. Ah, sie ist das. Das ist eine Frau. Das war auch. Das sah aus wie Mann durch den Hut und so, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Durch die Mütze. Ja. Hunde hier zum Ausgehen. Das macht er aber näher. Der geht wieder mit dem Hund Gassi. Und wir würden, würde ich mal sagen, wir spazieren gehen. Mittel und nochmal Pflege baden gehen. So. Ich hatte einfach zu viel. Ich klicke das mal weg. Und dann öffnen wir mal die Gaststätten, dass sie ein bisschen Geld verdienen wieder. Ja, die haben richtig tolle Klamotten jetzt. Das funktioniert. So, er holt sich einen Teller, der Leo. Setzt sich vor den Fernseher. Ja, die setzen sich da einfach nicht hin. Das haut nicht hin. Da müsste man andere Tische hinstellen. Die akzeptieren das nicht als Tisch. So, der kann, die kann mal damit aufhören. Und er ist am Essen. Scheinbar hat er Hunger. Ja, dann könnte er, bevor er baden geht. Ich habe gesehen, da ist es falsch rum, das Ding. Das können wir mal schnell ändern, weil das ist nämlich der Mittelpunkt sozusagen. Und dann kommt da drüben auch nochmal so eine Fläche hin, wenn man das so machen will. Deswegen ist das gedacht, es so zu machen. Das macht auch Sinn. Ne, weil man sich an der Linie hinstellen kann und so weiter. Ah ja, ich stelle es einfach so mal rauf. Obwohl ich denke, das kommt eher dahinter. So. Okay, und dann kann er nämlich wieder spielen gehen. Noch weiter üben. Dribbeln üben, werfen. Da kann er ruhig was machen. Und dann kann er später mal näher baden gehen. Und ich denke auch, dass er Hausaufgaben vielleicht noch machen muss. Wer weiß. Dann sollte ich hier, sollte es so sein. Damit spielen. Ne, da hat keine Hausaufgaben auf hier, scheinbar. Gut, dann kann er danach nämlich, wenn er da fertig ist, einfach duschen gehen und dann... Was blitzt denn da so? Ach so, okay, das ist, weil er davon träumt. Ja, baden gehen. Gut, und sie wird dann mal Gaststätten besuchen gehen. Die hat ja auch was? Sag mal, was hat die denn alles da drin? Feuerwerke... Die Glaskugel. Wo ist sie jetzt überhaupt? Da hat sie die Glaskugel. Die stellen wir mal irgendwo hin und zwar hier drauf. Du wirst jetzt nicht schlafen gehen. Kannst du knicken. Da fällt es fast runter. So, was hat sie denn noch? Die will tatsächlich schlafen gehen. Dann gucken wir mal. Dieses Stück, was ist denn das? Für Kinder, ach, ein Buch ist das. Okay, dann haben wir hier was. Teil für Elektro. Hier haben wir so ein Aquarium-Ding da. Das stellt sie dann auch direkt hin. Einfach irgendwo abstellen, egal wo. So, dann gucken wir mal, oh, ob wir noch Möbel hier finden, wo wir das raufstellen können. Die können sie auch bei den Kindern oder so hinstellen. So, dann haben wir das. Was haben wir denn noch, was wichtig wäre? Seifenblasenflasche, da kann man so... Ja, das kann sich hier nach draußen stellen. Da können die Kinder damit auch spielen oder so. Erstmal hier oben, geh mal hier hoch. Und dann stellt sie das hier ab.
Das kann dann irgendeiner benutzen, immer auch von den Kindern. Was haben wir hier noch? Wasser, Qualität normal. Kannst ja mal trinken. Hier haben wir noch Pilze. Setzt sie sich dahin? Na gut. Sie macht sich's bequem, warum nicht? Hier paar Pflanzen kann sie auch noch anpflanzen. Da kann man nämlich was bisschen was machen, nur zum Hobby so. Pilze züchten, warum denn nicht? Die haben wir ja gefunden da bei ihrer Gaststätte, da bei ihrem Imbiss. Ja, sehr gut. Ah ne, hat sie gar nicht, sie hat das Glas abgestellt. Jetzt aber. Gut, dann werden wir das nehmen. Und hier irgendwo, hier, genau, hier werden wir es hinsetzen. Ist das nur einer, den das hier hat, oder? Oh ne, jetzt können wir auch direkt so mal, stimmt, da war ja was, so. Und dann... Das sind aber viele. Mehr brauchen wir hier, glaube ich, auch nicht bei denen. Und so, dann kann sie die einpflanzen. Und dann geht sie ab zur Gaststätte da. Wird sie in der Gaststätte helfen. Damit die ein bisschen Gewinn machen. Momo hat Hunger. Ich habe das Ding doch schon auf 3 Stunden eingestellt. Ach so, er ist ja Gassi gegangen. Solltest du mal nach Hause gehen. Komisch, dass er stehen bleibt. Er kommt gar nicht nach Hause. Ist das ein Bug? Wenn er damit fertig ist mit dem Spazierengehen. 18 Uhr wieder schlafen. Da muss ich gucken. Ist er sehr müde? Nee, er sollte erstmal noch was essen. Dann würde ich sagen, dann kocht sie noch schnell mal was. Festmahl kochen brauchen wir jetzt nicht gerade. Abendessen servieren. Eine Hühnchenpfanne macht sie. Also sie muss durchhalten, sie kann jetzt nicht schlafen. So, er hat zu tun, ich hoffe, dass er nach Hause kommt. Kommt er jetzt? Oder steht er immer noch da? Oh nein. Ja, jetzt bricht alles ab. Er hat irgendwie Probleme mit dem Baden da, warum auch immer. Nee, das ist ja gar nicht unter Haut, das ist ja von der Familie. Hä? So. Soll er mal hierher gehen? Und dann baden. Und baden. Momo baden, genau. So, nee, sie braucht das nicht machen, er macht das ja. Sie geht selbst baden. Na, dann mach das. So, du hast auch Hunger? Er geht schon wieder schlafen. Ach, das ist ganz schlecht, dass jeder so müde ist. Dann lässt sie die Gaststätte neu zu, oder wir machen heute nichts groß. Da kommt ein bisschen was rein hier auch. Aber trotzdem machen sie Minus, ne? Traurig. Ui, du kannst das aber. Gelernt ist gelernt, wa? Da müssen wir gleich ein Foto machen. Ja, da sieht man mal dein Können. Dein Talent. Zu kochen. Man sieht ganz anders aus, ne? Mit den Klamotten da. Ich sag ja, das habe ich nicht gemocht, das Ding. Von Anfang an nicht, eigentlich. Jo, wir haben jetzt schon wieder 40 Minuten Aufnahme, deswegen machen wir mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn nicht, ein Dislike. Schreibt doch mal was in die Kommentare rein. Ein paar Tipps oder
Erfahrung, was ihr so gemacht habt mit Sims. Oder was weiß ich. Und wenn ihr noch nicht habt, lasst doch mal ein Abo da. Darüber würde ich mich mega freuen. Und bis zu meinem nächsten Video. Tschö mit Ö.